Rania und willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Letzte Folge haben wir unsere kleine Basis gebaut, die natürlich noch nicht perfekt ist, aber immerhin haben wir jetzt noch einen anderen Raum. Warum ich trotzdem in diesem Ding hier stehe? Oh mein Gott, sieht das Wasser merkwürdig aus. Warum ich trotzdem in diesem Ding hier stehe, fragt ihr euch? Nun ja, wir haben eine Nachricht bekommen, die wir uns gerne anhören wollen. Und ich war natürlich auch fleißig und habe ein bisschen Essen, Trinken, Medikits gesammelt und noch eine Ersatzbatterie gecraftet, damit wir auch bestens ausgerüstet sind, zum Beispiel, wenn wir den Seegleiter neu aufladen müssen. Oder ähnliches. Jetzt hören wir uns erstmal an, was hier noch gesagt wurde. Aurora, hier spricht wieder die Sunbeam. Wir haben gerade ein riesiges Trümmerfeld in ihrem Standort entdeckt. Ich hatte ja keine Ahnung, wie schlimm es ist, wie viele von ihnen. Ich hatte keine Ahnung. Oh, sie sind unterwegs? Wir sind auf dem Weg zu ihnen, wir werden sie nach Hause bringen. Sunbeam, Ende. Das erste Mal, dass ich, als ich so ein großes Schiff auf so einem kleinen Felsen gepackt habe, war in VR und ich habe es vermasselt. Oh, war ja. Ja, es sieht nicht gut aus, aber die Alternativen sind auch nicht besser. Okay, scheinbar sind wirklich viele Leute abgenippelt bei dem letzten Absturz hier. Und die Überlebenschancen sind nicht gut. Ich würde sagen, oh nein, es ist Nacht. Oh nein, oh nein. Die Nacht macht mir Angst, okay. Die Nacht macht mir Angst. Sehr. Hier haben wir... Okay, der Vorrat ist leer. Unser Vorrat an Salz ist leer. Was? Okay, hier ist unsere Basis. Mayday, Mayday. Wir sind auf dem Weg zur Basis. Wir wollen, alles was wir wollen, ist heile zur Aurora kommen und wieder zurück. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß, dass man sich auf sowas vorbereiten sollte. Richtig? Das macht doch Sinn. Okay, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt ein bisschen Salz mit, weil ich gesehen habe, dass man Salz und diese Röhren-Korallenproben auch verarbeiten kann. Und zwar zu mehr Wasser mit so Chlorbleiche. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Wasser, aber ich habe panische Angst, irgendwie unterwegs zu verhungern, verdursten, für Ähnlichem. Deswegen Medikits, Salz, wir haben unser Messer, wir haben den Seaglide. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Wir können uns noch keine Seemotte machen. Wir haben zwar jetzt alle Teile für die Mobile Vehicle Bay, wenn ich das richtig sehe, aber... Okay, lass uns jetzt erstmal hier kurz gucken, wie der Spaß hier geht. Chlorbleiche. Wir haben dafür zwar alle Teile, aber wir haben noch nicht alles, um die zu bauen. Ich kann euch das ganz kurz mal zeigen. Hier, Chlorbleich ist eine wichtige Chemikalie zur Wasseraufbereitung und Wundreinigung. Das klingt doch 1A. Genau, wir können uns das hier mal angucken. Und zwar brauchen wir dafür Titanbarren, Schmierstoff und eine Energiezelle. Wir können das theoretisch mit meinen Angriff nehmen. Würde ich aber nicht machen. Ich würde einfach mal so rüberschwimmen, bin ich ganz ehrlich. So weit ist das Ding ja nicht weg. Und, oh, warte mal, was mache ich überhaupt? Will ich nicht eigentlich Wasser herstellen? Was soll der Quatsch? Hier, Nahrung, Wasser. Destilliertes Wasser sogar, keimfrei. Wenn man sich die tägliche Wasserration im Voraus zubereitet, wappnet man sich gegen Verdursten und den möglichen Tod. Hey! Was, alles, was gegen den möglichen Tod spricht, da bin ich doch dabei. Ist niemals die Fühler, komm. Den grillen wir uns auch noch. Wenn schon, denn schon, ne? Dann, oh, die sind schon alt. Die geben uns minus Wasser, aber das ist nicht schlimm. Das tanken wir. Die sind alle alt. Die werden aber schnell alt. Es gibt uns alles minus Wasser. Nein! Zum Glück Wasser nicht alt. Okay, wir haben ein paar frische Glubscher dabei. Und einen frischen Fisch. Wir sind bestens gerüstet. Ich habe echt Angst, da einfach rauszugehen, ja? Okay, pass mal auf. Wir sammeln jetzt die Sachen für die Mobile Vehicle Bay, ja? Wir holen uns jetzt ein bisschen Schmierstoff. Und wir holen uns jetzt... warte mal, wo gibt's denn den Schmierstoff? Ist der nicht normalerweise an diesen Schlingpflanzen dran? Warum ist jetzt hier nicht das gelbe Zeug dran, was normalerweise dran ist? Hey, hey, hey! Das ist eine Sauerei! Hallo? Oh, da hinten. Ich wollte gerade sagen, also das wäre ja ganz kriminell gewesen hier. Ekelhaft, so ein Verhalten. So, wir schnappen uns die Schlingpflanzenbündel und unser Inventar ist natürlich voll, aber wir brauchen auch nicht so viel.
weil wir können ja Schmierstoff daraus machen und mehr brauchten wir gar nicht. Für die Energiezelle brauchen wir diese Mushrooms und natürlich wieder Kupfer, damit wir eine Batterie machen können. Wir haben aber technisch gesehen eine Batterie, die würde ich vielleicht sogar einfach opfern. Was ansonsten noch benötigt wurde, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. So, lass uns mal hier wieder reingehen und auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schmierstoff herstellen. So. Zack. Dann haben wir das jetzt. Eine Energiezelle machen wir folgendermaßen. Titanbarren gibt es aus 10 Titan. Hier haben wir doch bestimmt noch ein bisschen Titan rumfliegen, oder nicht? Ne, nur Silikongummi. Kein Witz, wir haben hier kein Titan rumfliegen? Das gibt's doch nicht. Okay, das heißt, wir brauchen... Wie viele Titanbarren brauchen wir? Hier brauchen 10 für einen. Und wir brauchen insgesamt einen. Okay. Das heißt Titan, das sollte aber kein Problem sein. Die Energiezelle könnte das größere Problem sein. Dafür brauchen wir 2 Batterien und Silikongummi. Alles klar. Haben wir noch Kupfer? Auch nicht so richtig. Wir haben alles so halb, aber nicht so richtig. Silikongummi können wir uns schon mal nehmen. Den haben wir nämlich. Und dann suche ich kurz den restlichen Kram und wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben erstmal jetzt alles gesammelt für einmal die guten Titanbarren. Dafür brauchten wir 10 Titan. Dann für eine weitere Batterie. Und dafür, genau, eine Energiezelle können wir jetzt auch machen. Zack, bam, bedam, bedam. Schmierstoff haben wir. Das heißt, wir bauen uns jetzt eine mobile Fahrzeugstation. Ja, Halleluja. Wir haben immer noch nicht alle Bestandteile für das Fahrzeug, was sich Seemotte nennt. Aber wir haben diese Fahrzeugstation und ich würde sagen, wir probieren den Spaß mal aus. Fahrzeugstation aussetzen. Wie mache ich das denn? Muss ich die einfach aus dem Inventar auch ziehen? Oh ja, scheinbar. Nee, warte mal. Das war wohl nichts. Oh, hier, so. Oh, die baut sich auf. Und dann klettern wir da drauf und benutzen sie. Yeah! Fahrzeuge. Oh, wir wissen nicht, was wir für die Seemotte brauchen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, ganz toll. Ganz großes Kino, Ronja. Ja, wow. Klettern. Zack. Nein, ich will runter. Ich will runterklettern. Nein, ich will runterklettern. Lass mich! Oh, wie kann ich das Ding denn jetzt wieder einpacken? Oh, man kann einfach runterhüpfen. Kann ich das Ding wieder einpacken? Ist jetzt meine persönliche Frage. Nö. Einpacken, doch. Mobile Fahrzeugstation einpacken. Eingepackt, eingetütet. Und dann machen wir uns jetzt auf zur Aurora. Vielleicht finden wir unterwegs... Oh Gott. Wir gehen erstmal kurz noch in die Basis. Vielleicht finden wir unterwegs hier was, was uns irgendwie von Nutzen sein könnte. Wegen der Seemotte. Ansonsten würde ich sagen, wir haben ja unsere Fahrzeugstation jetzt bereit, da müssen wir ja nicht warten. Falls bei der Aurora irgendwas schief geht, ist das nicht so schlimm. Wir packen die einfach mal hier rein. Wir nehmen unsere Wundheilungskits mit. Wir essen den Fisch noch. Wir trinken nochmal Wasser, damit wir vorbereitet sind. Wir haben, die Fahrzeugstation sollte vielleicht einfach in einen anderen spinnen. Ganz ehrlich, ist mir jetzt auch egal. Zack, dann machen wir hier den Kupfer rein. Halt alles, was wir nicht brauchen. Guck mal, das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen das Messer. Die Säurepilze brauchen wir nicht. Wir brauchen die Medikits. Und komm, wir nehmen einen Glubscher, nehmen wir doch mal mit. Einfach nur, damit wir einen Glubscher haben. Genau, dann wollte ich noch was zu trinken mitnehmen. Und da sollten uns drei, vier Flaschen Wasser reichen, denke ich mal. Was war hier noch drin? Das Werkzeug, das ist alles fein. Messer ist auf dem Schnellzugriff, Scanner ist auf dem Schnellzugriff. Den hier brauchen wir auf dem Schnellzugriff. Und dann machen wir uns auf den Weg. Oh, Radionachricht! Wieso sind denn immer Radionachrichten da, wenn ich gerade losfahren will? Mann, ich habe das Gefühl, das Spiel will nicht, dass ich losfahre. Das Spiel sagt, Ronja,
Bist du dir sicher, dass es so eine gute Idee ist? Ich glaube nämlich nicht, dass es so eine gute Idee ist. Und dann wollen sie dich einfach nur blocken. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich fühle mich hier blockiert. Nachricht abspielen. Spiele zuvor aufgezeichneten Notruf ab. Offizier. Der Kapitän ist tot. Ich habe das Kommando übernommen. Es gibt trockenes Land. Wir treffen uns 1,5 Kilometer südwestlich der Absturzstelle. Oh. Die sind corrupted. Warte. Wir wissen, wo das Land ist? Ja, dann auf geht's, ne? Auf geht's zum Land. Da! Rettungskapsel. Letzter Übertragungsstandort des zweiten Officer Keen. Okay, neuer Plan. Wir machen jetzt das. Auf geht's! Wir finden trockenes Land. Beziehungsweise wir finden jetzt erstmal die Kapsel. Aber danach finden wir trockenes Land. Eins nach dem anderen, ja? Wow, das ist cool. Das freut mich voll. Ab geht's durch das rote Gebiet. Ich glaube, so weit war ich auch noch nie weg. Guck mal, der geht voll... Oh mein Gott, das rote Gebiet geht voll weit. So weit war ich noch nie. Warte, vielleicht finden wir hier ja unterwegs auch noch Gold. Oh, warte, was ist das? Ein Seemottenfragment! Ich glaube, das ist das Letzte, was wir brauchen. Nee, 2 von 3. Okay, schade. Passiert. Guck mal. Gibt's hier noch irgendwas? 30 Sekunden haben wir noch Sauerstoff. Oh! Hallo, kleiner Freund. Der sieht so cool aus. Oh, warte, ich will Sauerstoff. Es beruhigt mich. Oh mein Gott, der sieht so cool aus. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? Kann ich das hier Seepocket zerbrechen? Silber! Silber? Du hast Silber dabei? Mensch, du. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ey! Ey. Okay, das will er mir nicht geben, das Silber. Warte, was hast du hier noch? Ich glaube, die Pflanze will mich angreifen. Gib mir das Kupfer. Yes. Oh, der gibt mir auch Sauerstoff. Oh mein Gott, das ist voll der friedliche Kamerad. Außer diese Pflanzen, die mich anschießen. Die sind nicht so friedlich. Hör auf, mich anzuschießen. Ey! An die frische Luft. Okay. Auf geht's weiter zu Officer Keen. Officer Keen war in diese Richtung. Das sieht aus, wie was zu groß ist. Hatte ich nämlich schon mal, dass ich das dann gar nicht looten konnte, weil es zu groß war. Hier ist nochmal so ein rundes Ding. Diamant! Bedenke, dass die Materialien, die du sammelst, Eigentum der Altera. Was? Du wirst dafür haftbar gemacht, den vollen Marktpreis zurückzuzahlen. Deine derzeitige Rechnung beträgt 300 Millionen Krediteinheiten. Ja. Oh, wir sind... Was? Wir tauchen auf 130 Meter? Ja, nee, gute Nacht. Oh mein Gott. Gib mir Sauerstoff, bitte. Oh weia. Okay, das heißt, ab 100 geht's sehr bergab mit dem, wie lange dein Sauerstoff hält. Wir wollen aber darunter. Wir wollen auf 300 Meter Tiefe. Ist das korrekt? Oh weia, ich sehe doch überhaupt nichts. Ich kann mir vorstellen, dass das dafür gemacht ist, dass man die Seemotte besitzt, vielleicht? Können wir mir vorstellen? Dass man da erst runtertaucht? Das wird mich jetzt aber nicht aufhalten, nur dass das klar ist. Ich werde da jetzt trotzdem hintauchen. Oh, warte mal, hier ist noch was. Vielleicht ist das tatsächlich Teil der Seemotte und könnte mich... Wärmekraftwerkfragment, okay. Okay, was haben wir hier? Oh mein Gott, hier ist so viel Kram! Oh mein Gott, das ganze Loot! Ich brauche das Loot, gib mir das Loot! Was ist das? Tauchdockfragment! Ich habe zwar keinen Sauerstoff, ich werde sterben. Oh Gott, ich muss hoch! Ich muss hoch, ich muss hoch, ich werde sterben! Nein! Mist! Okay, alles gut. Alles gut. Wir haben alles hier in unserer Basis zwischengelagert. Was haben wir denn verloren? Wir haben alles verloren! Unser Silber? Nein.
hatten doch so viel Loot. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist nicht schlimm. Okay, da waren echt viele Baupläne. Okay. Vielleicht ist es absolut eine furchtbar schrecklich dumme Idee, da loszufahren ohne diese Seemotte. Wir brauchen scheinbar diese Seemotte. Die Frage ist nur, wo finden wir denn das Miststück? Also ich brauche noch ein Teil dafür und ich finde es nicht. Wo ist denn das? Okay, wir fahren, ich würde sagen, wir fahren trotzdem nochmal in die Richtung von Keen. Denn auf dem Weg lag ja einiges rum. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dich ja als Spieler auch darauf hinweisen wollen, dass da ein paar Fragmente sind, ja? Das heißt, wir fahren jetzt hier einmal mal rüber und sagen, komm, alles auf entspannter Basis. Wir suchen jetzt einfach nach einem kleinen Fragmentstückchen. Oh, das sieht cool aus. Warte, wollen wir da runter? Es ist schon wieder einfach eine dämliche Idee. Ich will da runter. Nee, okay. Nein. Oh, was ist das? Gold! Ja! Oh mein Gott, was ist das? Ein Laserschneiderfragment. Bitte, 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 scan schneller. Lass mich. Bitte, 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 ja! Puh, Leben am Limit, Boys. Leben am Limit. Ja, okay, stirb halt. Okay, alles Gucci. Okay, das sieht doch einwandfrei aus. Ja, auf geht's, wieder ab in die Tiefen. Leben am Limit. Wir haben jetzt nämlich das Gold, müsst ihr wissen, ist ja unsere Versicherung, dass wir jetzt endlich in der Basis auch mal was bauen können. So ein Dingsgerät, das ist eigentlich super nice. Oh mein Gott, wir haben den Diamant verloren. Wir hatten Diamant gefunden. Wir haben keinen Diamant mehr. Oh no, ich bin so sad. Ich bin so sad. Klubscher. Und ab aus der Höhle raus. Hier sind auch nirgendwo Fragmente von diesem blöden Seemotten-Ding. Das macht mich fuchsig. Wo? Wo bist du? Wie soll ich dich bauen, wenn ich nicht weiß, wo es dich gibt? Dachte ich mir. Unser Ding hat keine Energie mehr. Ja, ganz groß. Oh mein Gott, da ist doch mal die Kapsel. Okay, wir gehen nochmal zu diesem Live-Pod. Und ich sag, wenn es da nicht in der Umgebung liegt, dann werde ich aber wütend. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja ganz furchtbar. So, wir haben eine Taschenlampe. Wir gucken jetzt hier nochmal. Der Fabrikator von... Oh, hallo. Funktioniert nicht. Hier ist nichts mehr drin. Hier ist wirklich nichts mehr drin. Gar nicht? Seemottenstückchen, wo seid ihr versteckt? Ich will euch doch nur suchen und zu einem Automobil zusammenbauen. Wieso finde ich das denn nicht? Das kann doch nicht sein. Langsam werde ich frustriert. Was ist das hier? Okay. Okay, ich will das. 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 Danke. Das überleben wir. 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 Ganz entspannt. Aber ganz entspannt. Das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus. Ich habe das letztes Mal schon mal gesagt, aber ich bin sehr fasziniert davon. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach Hause, weil das gibt's ja nicht. Und dann suche ich jetzt das letzte Seemottenfragment. Weil ganz ehrlich, ich fühle mich bambuselt. So, was mir gerade aufgefallen ist, ist Folgendes. Wir haben hier Hinweise auf Besatzungsauszeichnung, die... Ich weiß gar nicht, ob wir die schon gesehen haben. Ossis Tagebuch. Es ist Tag des Absturzes. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel gerade passiert. Ich habe Angst und ich werde nicht rausgehen. Da sind Schatten im Wasser unter der Luke. Keine Ahnung, ob das Felsen oder Aliens sind. Und es gibt seltsame Höhlen in der Nähe. Die Aurora hatte alles an Bau, was zum Bau des Phasentors, mobile Fahrzeugstationen, Bioreaktoren, Schubkarren. Sie hatten ein Kino. Es gab einen Null-G-Trainingsraum. Mein Café. Ich verstehe nicht, wie wir hierher gekommen sind. Ich frage mich, warum keiner nach mir sucht. Also sehr traurig, das Ganze. Und unbekanntes Besatzungsmitglied 1. Glauben Sie wirklich, dass der uns beide tragen wird? Der Standard-Seegleiter, oh, das ist das Ding, was ich habe, zieht eine Masse von 80 Kilo mit über 30 km/h. Die Energiezelle, die ich hier angeschlossen habe, sollte das verdoppeln. Das heißt, mit Energiezellen geht der Spaß schneller. Glauben Sie, dass er draußen etwas schneller ist? Oh, sicher. Und das bedeutet, dass er nicht nach 3 Metern überladen sollte. Das scheint Sie nicht zu beunruhigen.
Ich sehe das technische Problem. Wenn ich aufhöre, es wissenschaftlich zu sehen, bekomme ich Angst. Das macht Sinn. Was mir aber viel wichtiger war, war hier Codes und Hinweise. Und zwar haben wir noch die Rettungskapsel 6. Wir wissen ja, wo das rote Gras ist. Und das Ding ist ungefähr auf 100 Meter gesunken. Das heißt, es ist auch für mich als Otto-Normalverbraucher ohne Seamoth erreichbar. In der Nähe dieser Rettungskapseln waren oft Frackstücke verteilt. Das heißt, meine Chance, da das letzte und dritte Stückchen zu finden, ist relativ hoch. Da würde ich mich nämlich auf den Weg machen. Ursprung der Übertragung ungefähr 400 Meter west-nordwestlich der letzten bekannten Position von Rettungskapsel 4. Wo Rettungskapsel 4 ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Das macht mir aber keine Sorge, weil ich glaube zu wissen, wo das Ding ist. Die Seemotte ist das hier, was wir übrigens herstellen wollen. Dafür haben wir leider noch nicht alles, aber ein Personentauchboot. Okay, das sieht gut aus. Und das kann bis 200 Meter unter den Meeresspiegel tauchen. Das heißt, das klingt eigentlich ganz gut. Ich würde jetzt aber trotzdem erstmal zu meiner Basis rüberschwimmen, denn wir haben jetzt ja Gold gefunden. Das heißt, ich würde sagen, es gibt keinen Grund mehr, warum wir uns mit dieser schwachen anderen Basis auseinandersetzen müssen. Das wäre absoluter Quark. Und wir richten uns jetzt hier ein bisschen häuslich ein. Das Ding ist auch viel schöner. Und dann sagt ihr auch immer, willkommen an Bord, Captain. Was ich gut finde. Wir haben unser Konstruktionswerkzeug hier drin gelagert, weil ich nämlich clever bin und nicht wollte, dass das verloren geht. Das machen wir jetzt mal ganz kurz auf unseren Hotkey, damit wir das auch benutzen, benutzen können. Und dann bauen wir hier diesen Fabrikator. Ich habe natürlich jetzt keine Tischkorallenprobe mehr. Ihr wollt mich doch. Oh, hier ist eine. Oh mein Gott, das ist aber godlike gewesen gerade. So, dann können wir hier nämlich einen Fabrikator an die Wand batschen und damit wird unser Leben auf einmal zu 200.000% besser. I'm not even kidding. Es ist absolut ein Träumchen. Was ich beunruhigend finde in dem Spiel, ist, dass wir kein Bett haben. Der Charakter ist hier seit Stunden, Tagen unterwegs und der hat kein Bett. Was will der denn machen? Der muss doch irgendwann kollabieren oder so. Der arme Kerl, der tut mir richtig leid. Ich mein's ernst. Das ist richtig belastend. Aber schau, jetzt haben wir hier nämlich Glubscher und können davon welche braten und können dann sagen, hier, dann hoppala, dann essen wir nämlich noch was und sind nicht kurz vorm Verhungern. Hom nium nium, hom nium nium. Und trinken wir einen Schluck, oh, guck mal, alles auf 100%. So sehe ich das gern. Wir wollten jetzt, wie gesagt, ich tue mein Werkzeug wieder zurück, das brauchen wir nämlich nicht. Wir gehen jetzt zum roten Gras. Und zwar ist das rote Gras in diese Richtung gewesen. Deswegen habe ich keine Ahnung, ob ich mich hier gerade einfach auf den größten Kram einlasse, den es jemals gab. Und ich einfach das Gleiche jetzt zum fünften Mal mache und mich frage, warum es nicht anders wird. Aber ich denke mal, jetzt wird alles anders werden. Ich weiß nicht, wo Rettungskapsel 4 ist. Ich habe die nie gesehen. Vielleicht haben wir die mal gesehen und ich erinnere mich einfach nicht mehr. Was? Wasserplanet der Kategorie 3, Sauerstoff-Stickstoff-Atmosphäre, kann Raubtiere in Leviathan-Größe beherbergen. Wasser ist hochgradig mit einem unbekannten Bakterium verunreinigt. Planet ist außerhalb des Föderationsraums. Rettung unwahrscheinlich. Ja, Träumchen. Absolutes Träumchen. Wieso wird denn das jetzt schon wieder... Oh, wir haben Sonnenfinsternis. Wow. Wow, das sieht so cool aus. Das ist so faszinierend. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott, das ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön. Hier, das sind nämlich Viecher in Leviathan-Größe. Auf dem Rücken ist einfach nichts. Normalerweise haben die was auf dem Rücken, aber vielleicht ist das noch ein kleiner. Oh, warte mal, guck mal, den können wir scannen. Vor dem habe ich auch keine Angst. Ein Riffrücken, weil die wirken einfach super friedlich. So, den scannen wir jetzt. Das dauert aber lang, das Scannen. Eine einheimische Lebensform, der Riffrücken. Und hier unten, oh mein Gott, wenn hier nichts ist, dann dann springe ich auf den Mist. Wenn hier unten nicht das ist, was wir suchen, dann kann ich mir das nicht erklären. Hier, guck mal, das alleine sieht doch schon aus wie ein Seemottenfragment. Ja, danke. Dachte ich mir nämlich. Das dachte ich mir nämlich. Hier, Bioreaktorfragment nehmen wir auch noch mit. Und was ist das hier drüben? Hier drüben war noch was. Wo war denn das? Ich sehe es nicht. Okay, wir tauchen ganz kurz auf, weil wir wollen nicht nochmal Selbstmörder sein. Ah, ah.
Und... ist auch immer eine knappe Kiste. Ja, ja, sei mal nicht so eine kleine Heulsuse. Du Dude. Immer nur am... oh nein! Ich habe keinen Sauerstoff mehr. Uhu, ich sterbe. Ja, ist klar. Krieg dich wieder ein. Guck mal, wir haben hier nämlich für den Fall... Oh, Metallschrott. Noch ein Fragment, hä? Gar nicht, Metallschrott. Hier, das sieht aus, als ob hier tatsächlich nichts mehr ist aus irgendeinem Grund. Das finde ich schade. Aber natürlich können sie dir auch nicht alle deine Teile an einen Punkt legen. Hör mal auf, mich anzugreifen, du Sandhai. Immer mit der Ruhe. 30 Sekunden, 30 Sekunden. Ist hier noch was? Nein, hier ist nichts. Und wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben. Wir haben unsere Seemotte. So. Und zwar Baupläne. Na komm, wo bist du? Baupläne. Hier haben wir den Spaß. Und zwar haben wir auch den Spaß für die Seemotte? Ja. Wir brauchen Titanbarren, Energiezellen, Glas, Blei und Schmierstoff. Das heißt, auf dem Weg nach Hause können wir das mal mitnehmen. Und finally können wir unsere Seemotte bauen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hupala, da ist, glaube ich, gerade was geglitscht. Ja, Mann. Das ist doch mal ein Träumchen. Endlich ist es soweit. Seid ihr auch alle so froh? Ich bin so froh. Wir können endlich eine Seemotte bauen. Halleluja! Halleluja! Ich würde sagen, das war's dann aber auch für diese Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Ich suche jetzt die ganzen Utensilien und dann bauen wir uns nächste Folge endlich eine Seemotte und machen uns wie versprochen auf zu diesem Rettungspot und eventuell schon zur Aurora. Mal gucken, wie schnell wir unterwegs sind, aber ich sehe mich als schnellen Schwimmer. Und dann würde ich sagen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier ist die Playlist. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!